Hallo liebe Monster High Freunde, und zwar gibt es jetzt doch nochmal ein Monster High Video, weil ich es nicht ausgehalten habe, keine Puppen zu kaufen. Oh Wunder. Naja, fangen wir mal mit einem Update an, hier von Roller Maze Laguna Blue. Gloom Beach Draculaura, umgezogen im Fashion Pack. Rebecca Steam mit ihrem Pet. Venus McFlytrap mit dem Pet. Rochelle Goyle auch mit dem Pet. Hier die, ich glaube, die heißen Classroom Dolls, Frankenstein. Standard Abby. Ihr Pet hier hinten versteckt sich's. Roller Maze Frankenstein. Und Skullshaw Draculaura. Und hier vorne noch meine süßen Zwillinge. Hinten, ich weiß nicht, seht ihr es? Die ganzen Wave 1, Wave 2 Puppen. Aber ich habe ja schon mal ein Video darüber gemacht und muss das jetzt nicht nochmal machen. Außer hier, die habe ich neu, die Wave 1 Draculaura, Standard. Gott sei Dank, endlich bekommen, juhu. Und hier Ghouls Rule. Ach ja, und hier habe ich noch ausgepackt den Claude, die Frankie und die Ghoulia. Weiters, ja. Warum ich eigentlich das Video mache, sind diese zwei Freundinnen hier. Die habe ich gefunden im Toys R Us und ich musste sie haben, obwohl ich gesagt habe, ich kaufe mir nie wieder eine Monster High Puppe, weil ich jetzt genug habe. Aber okay. Haben wir hier. Abby, I love fashion. Ich habe gedacht, ich drehe durch, wo ich die gesehen habe. Ich musste die einfach haben. Mit dem Kleid dazu. Total süß. Und dann noch die I love fashion Frankie Stein. Ja, was soll ich da groß dazu sagen? Hübsche Puppe mit netten Accessoires, Schmuck, Klamotten, Schuhe und selber noch, die Puppe ist auch recht ausgefallen. Das Make-up habe ich bis jetzt noch nirgends gesehen bei ihr. So ganz dunkel, auch die Lippen und die Haare so zurück. Genauso bei Abby, ganz ein dunkler Lippenstift und die Haare aus dem Gesicht gekämmt, aber sehr hübsch. Auch hier mit den ganzen Schmuck-Accessoires und Klamotten und Schuhe. In der Tasche. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.